Dieser Tag wird glorreich. Unser Anspruch über diese Ländereien ist gerecht. Auch unsere Feinde müssen das bald erkennen. Der Bär. Er trägt seinen Beinamen nicht zu Unrecht, denn er ist vielleicht der stärkste Herrscher meines Mod-Pakets, aber anders als sein ehemaliger Meister, der Wolf, auch ein gütiger und demütiger Mann, der seine Macht mit Würde und Verantwortung ausübt. Denn der Bär macht keine halben Sachen. Er setzt in allen Belangen nur das Stärkste ein. Armbrustschützen und Schwertkämpfer stellen, mit Ausnahme von Buddelpikinieren und Ausfallrittern, exklusiv seine Armee. Er errichtet im Angriff bis zu 7 Triebocke, die zielsicher Türme und Torhäuser feindlicher Festungen einreißen und so seinen schwer gepanzerten Truppen den Weg ins Innere freiräumen. Er rekrutiert seine Armee vergleichsweise langsam, sodass er einige Zeit braucht, bis seine Streitmächte wirklich groß werden, nur häufig hat er das gar nicht nötig. Seine Eliten sind den meisten anderen Armeen so deutlich überlegen, dass ihm auch eine geringere Anzahl genügt. Der Bär ist neben Saladin die Late-Game-KI. Aber diese Macht kommt mit einem hohen Preis. Denn kein anderer Herrscher ist im frühen Spiel so anfällig wie der Bär. Er startet in jedes Match ausschließlich mit Nahkämpfern und bis er die ersten Einheiten rekrutiert, dauert es lange. Somit bedeuten frühe Überfälle, Störgeräte oder gar Angriffe für den Bären häufig ein Todesurteil. Diese Schwerfälligkeit liegt in seiner Wirtschaft begründet. Er verwendet viele Ressourcen und somit auch den Großteil seines Goldes darauf, Holz zu kaufen und seine Außenwirtschaft und Brotproduktion zu errichten. Außerdem platziert er eine frühe Kathedrale. Mönche benutzt er zwar nicht, aber der Beliebtheitsbonus schlägt sich in Form von Steuern bald als rentable Investition nieder. Aber natürlich bedeutet es, dass er gleich zu Beginn 1000 Gold ausgibt, die ihm dann für andere Dinge fehlen. Der Bär errichtet immer zusätzliche Ochsenjoche, um seine 4 Steinbrüche effektiver nutzen zu können, und sein langsames Rekrutiertempo lässt ihn für gewöhnlich eine Menge Gold sparen. Gewissermaßen ein Speckpolster, das es ihm erlaubt, selbst wenn seine Mauern einmal überwunden und seine Wirtschaftsabläufe unterbrochen werden, sich zuverlässig zu regenerieren. Seine Verteidigung ist sein eigentliches Markenzeichen. Er errichtet immer 6 quadratische Türme und seine Mauern sind an vielen Stellen so dick, dass ihm Katapultbeschuss quasi nie gefährlich werden kann. Viele Abschnitte werden von Pechkippern gedeckt, deren heiße Ladung noch einmal durch Pechgräben am Fuße der Mauern verstärkt wird. Gerade in den frontalen Buchten, in denen der Bär seine Verteidigungstriebocke errichtet, sind diese gefährlich und übertreffen häufig in der Lage, während einer Belagerung sogar mehrmals ihr Pech auszuschütten. Burg 4 ist ein Kandidat, bei dem dies besonders gut gelingt. Der Pechbottich befindet sich gleich neben der Treppe, die zur Frontmauer hinaufführt. Gleichzeitig sorgt das frontale Doppeltorhaus für akzeptable Wirtschaftswege und eine trotzdem starke Verteidigung. Burg 5 ist da schlechter aufgestellt. Dafür schließt der Bergfried an die Frontmauer an, sodass die Angreifer, die hier gesammelt werden, von Beginn an die Verteidigung unterstützen. Im Allgemeinen lässt sich also festhalten, der Bär kann ein furchterregender Gegner und starker Verbündeter sein, wenn er es über das frühe Spiel hinaus schafft. Kommt nur, noch bin ich nicht damit.